Hallo zusammen, herzlich willkommen zu XCOM 2. Die letzte Folge, die ist nicht von mir so abrupt beendet worden. Es war ein Livestream und ich habe die Internetverbindung verloren. Das heißt, es ging einfach irgendwann nicht weiter und ich habe dann einfach beim Zurückfliegen des Skyrangers einen Cut gesetzt. Ja, also die Ankommenssituation haben wir da nicht gesehen und auch das Verteilen der neuen Fähigkeiten nicht. Aber naja, also ich muss kurz rekapitulieren. Die Folge hieß oder heißt Desaster und ich bin am Überlegen, ob das wirklich ein Desaster war. Im Chat wurde noch gefragt, ob das zu früh war, diese Advent-Einrichtung da jetzt anzugreifen und ich glaube, es war nicht zu früh. Also es gab gerade nichts anderes zu tun und die Ausrüstung, also Waffen, Rüstung, die ich habe, das sonstige Zubehör mit den Granaten und Mimic-Beacon und so weiter, alles ist da. Also alles war gut und es hätte schon ganz gut funktionieren können. Das Einzige, was man im Vorfeld noch hätte machen können, wäre vielleicht eine Mission mehr, um wirklich einen Captain zu haben, um eben Truppgröße 2 zu haben, damit man dann mit 6 Leuten hingeht, statt nur 5. Das sind nochmal 20% mehr Aktion, mehr Damage, was auch immer. Und das hätte schon einen Unterschied gemacht. Aber prinzipiell war das dann schon XCOM. Weil, ja, ein falscher Schritt und es war nicht mit ihm, sondern bei ihm. Ne? Also ich habe mir jetzt hier unten drunter geschrieben, nicht stürmen, wenn alle anderen ihren Zug gemacht haben und Feinde in der Nähe sein könnten. Also ja, ich hatte halt Leute schon in Position gebracht, bin dann noch rechts von der Tür einmal hingegangen und das hat halt eine neue Gruppe ausgelöst, die dann ihn hier umgebracht haben. Und das hat eben ja, alles weitere zur Folge gehabt. Dass Beth nach vorne gegangen ist und nicht genug Schaden gemacht hat auf dem Muton, das hat irgendwie einen Hitpoint stehen geblieben. Er hat sie dafür bewusstlos geschlagen. Donnie, der Beth dann auf selbst schwer verletzt, Beth auf den Schultern getragen und dann ist er gestorben durch den Sektoid. Das war noch dann ein Stückchen weiter hinten, also später in der Mission. Und ich war wirklich drauf und dran, also kurz vorm Reload oder wenn das nicht geht, dann wenigstens vor der Evakuierung. Und selbst das ging nicht. Und ich musste mich da durchbeißen. Und das ging dann halt doch noch ganz gut. Also er ist gestorben, Beth lag dann bewusstlos am Boden. Das hat so einen kleinen Glitch verursacht, weswegen ich da neu laden und einen kleinen Schnitt machen musste in der Mission. Aber der Rest, also ja, Beth und Jane, die sind jetzt beste Freundin geworden. War mal Jane hier. Sie ist schwer verwundet, aber ansonsten ist mit ihr nichts weiter. Sie ist sonst ganz gut noch dabei. Jessica ist immer noch erschüttert, aber verfügbar. Sie wird mit auf die nächste Mission kommen. Anne dann vielleicht die übernächste Mission. Beth, wie gesagt, erschüttert und schwer verwundet für 21 Tage. Aber Jane und Beth, also erst hat Jane sie getragen, dann hat Donnie sie getragen. Zum Schluss hat Lockdown, also Emma, sie getragen. Und ja, die drei Mädels, die haben es gerissen, beziehungsweise Emma hat es eigentlich dann gerissen. Ne? Sie ist hier der Superstar. Diese eine Szene mit den zwei Sektoiden und zwei Zombies. Also das war ja dann Donnie und ja, der zuerst gestorben ist, verdammt. Martin? Nee, keine Ahnung. Egal. Ja, also unsere Leute waren Zombies und sie hier aber. Mit ihrem Kletterhaken nach oben blitzschnelle Hände eingesetzt, um den einen Zombie, den einen Sektoiden ein bisschen runterzuschießen, dann tot von oben, um ihn auszuschalten und danach noch eine Aktion zu haben, um ihn dann nochmal mit der Pistole den nächsten auszuschalten. Also das war eine ziemlich krasse Runde und das war der Lebensretter eigentlich. Sie hat sich dafür ein paar rote Hosen angezogen, hat sie sich verdient und ja, Jane ist wie gesagt ein bisschen Knülle. Joan müssen wir sehen und oh, die Neuzugänge, die werden wir gleich besprechen. Beth, ja, also ich glaube, sie wird gut, wenn sie dann wieder im Spiel ist. Also 21 Tage ist echt eine lange Zeit. Klingenmeister wird sie aber werden, um dann endlich genug Schaden zu machen. Martin ist hier, Jessica. Nicht nur, dass sie erschüttert ist. Auch immer, wenn was schief geht, haben wir gesagt, ist so ihr Tick, ne? Sie schneidet sich die Haare ab und lässt sie dann wieder wachsen, so lange, bis irgendwie wieder was passiert. So sieht also Jessica jetzt aus. Und genau, Martin muss jetzt unseren neuen, ich wollte ihn eigentlich als Hacker machen, er wird jetzt unser neuer Medic.
N, wie gesagt, werden wir dann übernächste Mal. Sandra, wir haben echt sehr, sehr viele Ranger. Sie war jetzt noch nicht mit, doch, sie war mit einem Satz und zwei Kills dabei. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Ranger-Only-Party irgendwann mal machen können, weil hier ist Beatrice Kiddo, Black Mamba, von mir erstellt und stand jetzt zur Verfügung. Und deswegen habe ich sie rekrutiert. Sie soll eigentlich auch Ranger werden, aber vielleicht. Tja, noch hat sie ihr Cutie-Mark nicht. Ich guck mal, ja, vielleicht lassen wir es einfach laufen und gucken, was sie wird und gehen dann damit. Also, sie wird jetzt nicht ausgerüstet, aber Natty Dormant aus Kanada, vielleicht aus dem französischen Kanada, und dann heißt sie Dormant, aka Cressida ist mit dabei, auch von mir erstellt. Und sie wird jetzt Spezialist, beziehungsweise sie habe ich in der Ausbildung gesteckt, damit wir halt dann sie als Hacker haben. Ja, Girls Only. Sieht ein bisschen so aus, ne? Martin ist dann der Hahn im Korb, wie es aussieht. Ja, es wird ihm gefallen. Wir gucken mal ganz kurz. Waffenverbesserung. Wir haben noch ein Laservisier, was eine verbesserte Crit-Chance gibt. Also kritische Treffer. Und da bin ich am Überlegen, wem ich die gebe. Hey, würde ich es ihm geben? Achso, er hat es schon drei. Okay, sehr gut. Ich hatte offenbar zwei gefunden. Dann kriegt's. Ja, aber ihr ist es zu früh, ne? Dann müsste sie es bekommen. Also warten wir einfach, bis wir die Leute mit im Einsatz haben. Ja, ich glaube, sonst war nichts weiter. Also nichts, was jetzt noch passiert ist, nachdem der Stream halt abgebrochen ist. Ich habe halt die Zeit ein bisschen laufen lassen, ein bisschen gesucht und ich glaube, wir haben Missionen zur Auswahl, nämlich einen Guerilla-Einsatz in entweder Neuindien. Hier halten wir das Avatar-Projekt auf. Hier würden wir die nächste Vorratslieferung, da gibt es ein bisschen weniger Geld, nur 50%, das ist ärgerlich, ist aber eine schwere Mission, in der wir halt irgendwas beschützen müssen. Hier müssen wir nur hacken. Und hier wäre es eine mittelschwere mit Vorräten und ein verdecktes Ereignis, von dem wir nicht wissen, was es ist. Also ich weiß nicht, ob ich hier auf die Vorräte gehen soll. Hier müssen wir einen Gegenstand abholen und hier müssen wir halt hacken. Wir kriegen hier als Belohnung einen Scharfschützen. Also Westasien schließe ich jetzt im Augenblick aus. Ich brauche die Information nicht, dass es hier 50. Ja, das ist schon doof. Scharfschütze. Als Sergeant hin. Nehmen wir Ostasien. Also dann lieber das Geld und das verdeckte Ereignis, was auch immer das ist. Ja, einen kleinen Mod installiert, der fliegt jetzt ein bisschen schneller. Darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen. Telefon, da muss ich mal rangehen. Tja, unsere Mittel sind im Augenblick doch ein bisschen begrenzt, wie es aussieht. Also wir müssen jetzt mit Boss Lady, also Jessica und Anne hier losgehen. Beide sind erschüttert. Ich hoffe, es wird nicht allzu schwer. Ansonsten ist Lockdown dabei, um uns zu retten. Private Malzahn. Martin ist dabei und halt Kiddo. Na, gucken wir mal, was aus hier wird. Kein Problem.
Operation Brütender Schatten. Ich glaube, das ist immer per Zufall irgendwie zwei Wörter zusammengewürfelt werden. Advent Patrouillenzone 3 in Chongqing. In der Heimat von N. Pen. Vielleicht macht sie sich ja ganz gut, wenn sie sieht, was hier aus ihrer Heimatstadt geworden ist. Selbstauslösende Sprengladungen. Sprengladung. Wir haben 800 Runden Zeit, jede Zeit der Welt. Okay. Mit wem gehen wir nach vorne? Tja, Senra wird es wohl sein. Keine Ziele entdeckt, soweit. Wie weit ist es? Wir müssen dorthin. Ich würde mich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen hier unten halten wollen. Begebe mich zum Ziel. Also auch hier ist nichts. Ja, einen kann, glaube ich, dann hier auch noch einen Schritt weitergehen. Martin, gehen wir nach hier. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Auch das Gremlin bewegt sich hier ein bisschen schneller, so dass man also, wenn man ihn irgendwo zum Hacken schickt oder so, nicht ganz so lange warten muss. Beatrice hat eine ordentliche Reichweite. Entdeckt aber nichts und sie kann ja durchaus hier oben stehen. Wir haben jetzt mit ihr die Abschusszone. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir das hier schon in der Mission nutzen können. Ich würde sagen, wir rücken dann doch auf der Seite weiter vor. Schon dabei. Sie ist Grenadier und ich glaube, es würde ihr wirklich gut tun, da gleich mal ein paar Leute umzubringen. Mal schauen, ob wir hier schon in Reichweite sind. Ich vermute mal nicht. Nee. Die Zivilisten haben sich nicht bewegt, soweit ich das gesehen habe. Also werden sie uns hier nicht verraten. N kann durchaus hier oben stehen. Bestätigt. Position bestätigt. Ja, Martin geht jetzt nur ein kleines Stück nach vorne, gibt hier Feuerschutz. Und sie sie lassen wir hier stehen. Und Killzone, ich guck mal kurz, wie weit es reicht. Also auf jeden Fall bis da hinten. Oh, die haben sich nicht bewegt. Granate kann immer noch nicht beide erreichen, verdammt. Jetzt wird es aber Zeit. Wir haben noch 6 Runden. Machen wir es. Wir machen es wieder mit Feuerschutz von hier.
Wir werden dann auch die Killzone benutzen. Das ist eine riskante Position. Also hoffen wir, dass die beiden es nicht überleben. Nähere mich der Zielposition. Bestätigt. Überwachung läuft. Scanning. Und hier, wie gesagt, diese Abschusszone in diese Richtung. Und sie eröffnet mit einer Granate. Es wird wohl gut gehen, oder? 4 und 3 Schaden. Also genug, um die beiden jetzt auszuschalten. Wer schießt zuerst? Lockdown. Ausgezeichnet und gleich nochmal. Ziel erledigt. Yes. Okay. Ja, wie ich schon sagte, Superstar. Also, ich hoffe, sie überlebt eine Weile. Tja, sie ist jetzt natürlich nicht mehr verdeckt. Ne? Also das wäre jetzt nur mit Jane der Fall gewesen. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Okay. Begebe mich zu dieser Position. Er kann nicht hacken, glaube ich, mit seinem Gremlin. Noch nicht. Lassen wir sie hier erstmal vorgehen. Schon unterwegs. Und Sandra könnte. Beatrice. Ja, sie geht hier ganz nach vorne. Und sie gibt dann Feuerschutz. Mit ihr, ja, können wir hier hingehen. Und sie hier ziehen wir nach, beziehungsweise gehen wir erstmal nur einen Zug sozusagen. Und laden danach. Waffe geladen. So, wir sind hier in diesem Gebäude. Da sind wir schon am Ziel. Sie hat sicherlich schon einen Blick reinwerfen können. Aber bisher ist hier niemand aufgegangen. Also ich denke schon, dass da ein paar Aliens drin sein werden, die das da beschützen. Bewegung, Bewegung! Sporte los! Ja, ich lasse ihn ein bisschen im Hintergrund. Bestätigt, Überwachung läuft. On Overwatch. Oh, dieser freie Kameramod, der ist irgendwie nicht aktiv. Den wollte ich gerade mal ausprobieren. Muss ich mir nochmal angucken, wie das funktioniert. Ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
Tja, wo gehen wir mit dir hin? Ja, das ist vielleicht was für die nächste Runde. Befehl bestätigt. Scanne Gebiet. Oh ja, da ist er schon. Und sie schießt, bevor er überhaupt die Tür aufmacht. Da hätte sie, glaube ich, ruhig noch diese eine Sekunde warten können, aber naja. Ist schon klar, wenn man nervös ist. Okay, Martin schießt auch daneben. Kein Problem. Ich glaube, das ist machbar. Wir werden ihn hier möglichst wegsprengen können, glaube ich, mit der Granate. Zerfetzt auch Rüstung. Ich glaube, es ist ein guter Angriff. Sie könnte auch die Waffe auf ihn abfeuern, um die Rüstung zu zerstören. Aber ich mache es lieber mit der Granate und lass ihn möglicherweise sogar noch abstürzen. Ich weiß nicht, ob er dadurch Schaden nimmt. Die Granate zerstört jetzt nur einmal, also einen Rüstungspunkt. Ja, er hat 2 Schaden bekommen fürs Herunterfallen. Kann sicher eine Granate werfen und 2 Leute treffen? Nee, na, dafür ist unser Radius einfach noch zu gering. Emma, genau. Mit dem Kletterhaken nach oben. Mal sehen, wenn sie hier hinläuft. Achso, anders kommt man da gar nicht hoch. Okay, aber ich glaube, dass sie da oben einen guten Schuss hat. Kletterhaken. 100% auf den Mac. 92 auf ihn, 92 auf ihn. Tja. Und vor allen Dingen reicht es, um ihn umzubringen. Ja, das reicht. Blitzschnelle Hände haben wir die beste Trefferchance bei ihm hier. Das machen wir mal so. Und ja, ich versuch's einfach nochmal genauso. Ja, Präzisionsgewehr. Auf den Mac. Das ist der sichere Kill. Bedrohung ausgeschaltet. Und das bedeutet eben, dass sie jetzt nochmal mit der Pistole schießen kann. Also genauso ist hier die Vorgehensweise für sie im Augenblick, um wirklich das Maximum rauszuholen. Wunderbar. Tja, und Sandra, sie kann hier 76% entweder auf ihn schießen. Wir können aber auch ihn hier mit einer Granate vorarbeiten lassen. Dann ist die Rüstung weg. Ja, jetzt haben wir hier einen 96% Schuss. Der sitzt natürlich. Ich meine, auch 4% können daneben gehen, aber es ist doch relativ selten. So, wir haben jetzt hier eine Beförderung. Sehr schön. Dann können wir mal gucken, was hier ist. Und sie hier ist komplett außen vor gelassen worden. Schade eigentlich. Aber es war nicht notwendig. Und
Anne sollte vielleicht hier hin in Deckung gehen und dann haben wir, glaube ich, genug Möglichkeiten. Wer hat das denn kaputt gemacht? War ich das etwa? So, mit Jessica warten wir. N geht, ja, N geht weiter rein. Nähere mich der Zielposition. Ich denke, wir bringen Sandra in Position hier drin. Okay, kleines Telefonat, weiter geht's. Martin kann auch ein Stückchen vorrücken. Und los geht's. Mal zur Sicherheit noch draußen bleiben. Oh, der kann tatsächlich hacken. Greif auf System zu. Dann machen wir das. Gucken wir mal die Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, ich finde das in Ordnung. Das ist jetzt nicht unnatürlich. Ja, das nehmen wir halt, ne? Verzögert düstere Ereignisse um 2 Wochen. Vielleicht klappt's ja. Ja, ausgezeichnet. Das gibt uns ein bisschen Zeit, die Leute weiter zu bringen, bevor wir hier irgendwelche schlimmen Sachen machen müssen. Schlimme Mission. Wir sind durch. Minus 1,5, Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Gebe Feuerschutz. Confirmed. Interessant, dass sie Englisch spricht. Ich habe es eigentlich eingestellt, dass die Soldaten halt sprechen, wie sie. Also, dass alle Deutsch sprechen. Auf wen schießt sie? Okay. Sind die wohl in Reichweite gelaufen, ohne dass wir sie gesehen haben? N, na los. Okay, wer wird denn gesehen? Der Muton. Und sie hat höchstwahrscheinlich keine Sicht auf die beiden. Den Haken kann sie noch nicht einsetzen. Ich frage mich gerade, ob man auch hier auf dem Auto stehen könnte. Das wäre vielleicht besser. Ich könnte sie hier hinbringen. Aber auch hier hat sie eigentlich keine Sicht. Verstanden. Bin unterwegs. Ach so. Und Abschusszone gibt es wieder nur am Anfang. Am Anfang des Zuges, meine ich. Okay, mehr können wir jetzt mit ihr nicht machen. Hier ist die Frage, ob wir genug Schaden dabei haben. Alle umzubringen. Ich glaube nämlich nicht. Das kann ich machen. Was machen wir mit Sandra?
Sie hat hier eine volle Deckung. Wir gehen ein Stückchen zurück. Kann sie von hier aus eine Granate werfen? Ja, und es sieht so aus, als wenn wir die Wand hier nicht weiter entfernen können. Granate geworfen. Oh doch. Okay, wir kriegen hier also doch noch ein etwas größeres Loch hin, sehr schön. Und haben diese Granaten hier eine Reichweite, um beide zu treffen? Ja, das ist der Fall. Aber von wo aus machen wir das? Und schaffen wir das von hier hinten durch das Haus durch, das ist die Frage. Aber so weit können wir gar nicht laufen mit ihr. Und Martin ist der fast der Einzige, der noch übrig ist. Das ist die Frage, ob er sich hier jetzt bewegen wird. Wenn er da in einer hohen Deckung sitzt, wahrscheinlich nicht. Hier haben wir einen Stunlancer, der eigentlich sterben muss. Tja, brauchen wir, also gehen wir mit ihr in Sicherheit? Oder brauchen wir jetzt ihre Granate? Ich glaube, tendiere dazu, eher mit ihr in Sicherheit zu gehen. Aber irgendjemanden sollte man schon umbringen. Möglicherweise ihn, weil wir hier wirklich die beste Chance haben. Da macht sich das Visier schon bemerkbar. Tja, Overwatch ja oder nein? Macht das von hier aus Sinn? Weil es gibt nicht viele andere Möglichkeiten. Und sie sitzt hier eigentlich ganz gut. Gehen wir auch Feuerschutz. Ah, und sie kann tatsächlich von hier schießen. Sehr schön. Trifft nur leider nicht. Und Beatrice hat dafür sehr gut getroffen. Auch sie wurde befördert. Können wir dann mal schauen. Bin gespannt, was sie für eine Klasse hier bekommt. Ja, N. Ich habe das Gefühl, dass N hier noch was machen sollte. 54. Martin wäre auch eine Möglichkeit. Er hat noch. Ja, N ist schon befördert. Martin müsste das eigentlich machen. So, irgendjemand mit einer Granate? Ja. Überraschung.
So, wo ist Martin? Hier. Feind ausgeschaltet. Für eine Beförderung reicht's nicht. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Makellos, immerhin. Ich glaube, das haben die Leute jetzt auch gebraucht nach dieser letzten Mission. Ja, die machen hier einen ziemlich selbstsicheren, zufriedenen Eindruck. Dann gucken wir doch mal. Sie ist hier befördert worden und sie soll ja, eigentlich schwerer Schütze werden. Also Holo-Zielen wäre hier angebracht, glaube ich. Schweres Geschütze, schwere Geschütze, hat sie dann mehr Granaten dabei. Auch nicht verkehrt, ne? Dann nehmen wir Holo-Zielen. Ich lass mal kurz gucken, wir geben dann 15 Bonus. Andererseits sind Granaten halt auch nicht verkehrt. Ja, Holo-Zielen. Und bei N werden wir dann auf die linke Seite gehen. Genau, sie wird unser Sprengstoffexperte. Sie kriegt jetzt Sprengschuss. Kugelhagel, der Deckung zerstört. Aber dem Ziel halt keinen Schaden zufügt. Vielleicht ist das auch... Ach doch, klar. Wir gucken uns das mal an. Ja, Senra soll, glaube ich, auch Klingenmeister werden. Also solange bis Beth wieder da ist. Und dann, ja, weiß ich nicht, machen die vielleicht was zu dritt zusammen. Jane, Beth, Senra. Und dann gucken wir, was sie hier ist. Scharfschütze. Na gut, was soll man machen? Kann man sich aussuchen. Wird sie Scharfschütze und Revolverheld? Ich glaube, das passiert, passt dann auch ganz gut zu ihr. So, was haben wir? Magazinerweiterung, sehr schön. Fortschrittliche Konditionierung, gibt zwei Trefferpunkte. Ein Zielfernrohr, was die Zielsicherheit erhöht, ein Automatiklader. Das erste Nachladen in einem Einsatz kostet keine Aktion, ausgezeichnet. Und wieder diesen Mehrlader, der ja, wieder eine 5% Chance gibt, einen Gegner sofort zu töten. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. Düsteres Ereignis verhindert, ist jetzt bekannt. Wachsamkeit, braucht mir jetzt keine Info für ausgeben. Tja, keine Ahnung, was das bedeutet. können wir vielleicht gucken. Massengrab, da gibt es Alien und Legierungen, sehr schön. In Großbritannien. Aktive düstere Ereignisse. Achso, das ist das, was jetzt im Augenblick ist. Und was wir verhindert haben, kann man sich jetzt nicht mehr angucken, leider. Na gut. Dann halt nicht. Ich vermute, Wachsamkeit, das könnte Reinforcements, also Verstärkung sein, ne? Dass egal in welcher Mission man ist, Edwin da irgendwie Verstärkung schickt. Die Muton Autopsie, was haben wir hier? Faszinierend. Die Aliens machen eine klare Ansage, indem sie diese gewaltigen Kreaturen als Freundlichkeiten im Kampf einsetzen. Sie haben sicher nicht damit gerechnet, dass sich ihnen noch jemand widersetzt, der einmal einen Muton gesehen hat.
Ausgezeichnet. Wir haben jetzt auch wenn ich mich die Viper-Autopsie als nächstes. Oh, leider abgebrochen. Tut mir leid. Wollte ich jetzt nicht drauf drücken. Und die Technik. Auf reine Brennstoffe ist es außerhalb der Städte schwer, an Energie zu kommen. Selbst unter den zuverlässigsten Anti-Alien-Dissidenten ist die geborgene Advent-Ausrüstung begehrt. Commander? Ja, Lilly, hallo. Würdest du uns bitte eine... Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Ich würde ja gerne. Ich weiß nur nicht, wo. Telefon. Moment. Hier haben wir das. Okay, bei den Waffen. Fortschrittlicher Granatwerfer. Entschuldigung. So. Das wollen wir haben. Und Gremlin. Machen wir auch. Und Plasmagranate. Wo können wir das denn? Ich mache langsam aber sicher Fortschritte um unsere Ausrüstung mit der Ah, das ist hier, okay. Und wir brauchen dafür aber einen Illyrium-Kern, den haben wir nicht. Legierung kriegen wir. Es ist halt nur dieser Kern, okay. Da wird halt dann auf der nächsten Mission möglicherweise droppen. Dann nehmen wir den mit. Okay, können wir weiter scannen. Und wir haben den Exo-Anzug fertig. Das ist jetzt einmal im Inventar. Neues Projekt, experimentelle schwere Waffen. Okay, das ist das noch nicht automatisch dabei. Für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Ich finde es gelinde gesagt erstaunlich, dass das Subjekt, welches wir in der Vergangenheit als dünnen Mann kannten, nun als genetischer Abkömmling dieser ganz und gar reptilienartigen Kreatur enthüllt wurde. Mhm. Codename Strangulation. Wieder ein Testbereichsprojekt, Feldmedizin. Was auch immer das macht, Okay, also man kann halt wahrscheinlich dann ein Medikit 2 oder sowas erschaffen. Tja, Alien-Verschlüsselung, das ist jetzt so mit Sternchen dran. Dann nehmen wir halt das als nächstes. Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Hey, Commander. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwas. Ne, hier ist es nicht. Ist im Testbereich. Hier ist die Feldmedizin. Auch hier brauchen wir einen Illyrium-Kern, okay. Zwei Viper-Leichen, habe ich die verkauft? Ich dachte, wir hätten genug. Ja, genau. Werden also wird für ein besseres Medikit dann benutzt. Und experimentelle schwere Waffen. Das sind dann die, die man auf den Exosuit anwenden kann. Und ich hätte aber auch gedacht, dass das da schon mit drin ist. Ansonsten, was hat das sonst für eine... Für einen Effekt. Wen geben wir dem? Oh. Jessica und Anne sind immer noch erschüttert. Ich dachte, dass eine Mission ausreicht. Aha, er gibt immerhin ein bisschen mehr Rüstung. Also ein Gesundheit, ein Rüstungspunkt. Also er den wirklich bekommen oder gibt man den dann lieber jemanden, der so wie sie hier Grenadier ist? Ich glaube schon. Ne? Das macht dann, glaube ich, hier mehr Sinn. Der Exo-Anzug verleiht unseren Soldaten die Kraft, mit schweren Waffen umzugehen. Sowie unvergleichliche Belastbarkeit. Hm, da sieht man. Sieht man es schon.
Genau, den haben wir jetzt. Sehr schön. Größere Reichweite, größerer Explosionsradius. Ja, genau. Raketenwerfer hat sie schon. Also keine Ahnung, wofür dann die experimentellen schweren Waffen sind. Ich lasse mich überraschen. Kriegt sie auch eine Säuregranate. Und ist, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Und nach der letzten schönen Mission, die wirklich gut lief, lässt sie sich die Haare wieder ein bisschen wachsen. Was haben wir jetzt für Verbesserungen? Naja, na, das lasse ich mir noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Schreiten wie erwartet voran, Commander. Strategische Ressource gefunden. 26 Legierungen ist nicht viel, aber ich glaube, wir brauchen auch nicht viel. Das ist schon in Ordnung. So, sie hat jetzt ihr Training abgeschlossen und ist ein Spezialist. Sieht gut aus. Ja. Farbe kann so bleiben und dann wird sie halt unser Hacker. Ja, sehr schön. Ich glaube, für heute ist die Folge schon wieder lang genug und bevor ich jetzt noch ein viertes oder fünftes Mal vom Telefon unterbrochen werde, lasse ich es einfach dabei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.